So, Männer, auf ein faires Spiel. Oh, Joris und Vincent Weiß. Cool. Herz über Kopf oder Zahl? Herz über Kopf. Und ich nehme Zahl. Eine echte Win-Vincent-Weiß-Situation. Monsters of Kreisklasse. Das Spiel Monsters of Borussia Hodenhagen gegen Schmusesänger wird Ihnen präsentiert von Revolvoheld und Mercedes-Benz-Co. Ja, bei mir ist der Trainer Wolle Krasmann. Wolle, eine gefühlvolle Fußballade mit den Schmusesängern. Heute war richtig Musik drin, ne? Tolle Stimmung schon vor Spielbeginn. Jo, jede Menge unzufriedene Mit-30er, die davon träumen, mal mit Max Giesinger aus ihrem grauen Alltag auszubrechen. Jo, die Mark Forster-Fans, die gehen sowieso immer total ab. Echt? Aber die sehen eher gelangweilt aus. Nee, das sind ja nur die Eltern von den Mark Forster-Fans. Wir steigen ein in die 8. Minute. Die Schmusesänger über links. Schlechter Pass von Clouseau auf Joris. Ja, ich sag zwar immer Joris no fun, aber Clouseau geht's natürlich nicht. Viel zu kurz gespielt. Da muss der Joris eigentlich dem Ball entgegengehen. Den hole ich mir. Ich darf mal kurz. Schön. Immer wenn es Zeit wird zu gehen, verpasse ich den Moment und bleibe stehen. Scheiße. Jetzt die Borussia mit Demba. Und der spaziert da förmlich durch die Schmusesängerabwehr. Jo, der Vincent weiß da gar nicht, wie ihm geschieht. Und der Max Giesinger wird vom Demba förmlich schwindelig gespielt. Ich werde ausgetanzt, mir wird ganz anders. Wart ein Moment, halt doch mal still. Nö. Und tschüss, Leib. Max Giesinger verletzt sich bei dieser Aktion und kann nicht weiter singen. Ja, Gott sei Dank. Komplizierte doppelte Stimmbänderdehnung, total selten. Sowas passiert nur einem von 80 Millionen. Der Spielzug läuft weiter. Schuss von Demba. Aber Tim Benzko lenkt den Ball ins Tor auf. Muss nur noch kurz zur Ecke retten. Eckball! Aber Nanu, wo ist denn die Ecke? Was war das? Jo, diese Schmusesänger haben ja oft keine Ecken und Kanten. Das ist alles rund gelutscht, immer schön unpolitisch, ne? Bloß kein Fan verprellen mit irgendeiner kritischen Haltung. Biedermeier 2.0. Nicht schön, aber so ist Fußball. Absolut! Taichan bringt den Ball hoch in den Strafraum und ein toller Fallrückzieher von Mario. Und das Tor der Schmusesänger ist leer wie ihre Songtexte. Aber da kommt zufällig Sido vorbei auf der Suche nach seinem nächsten weichgespülten Duettpartner. Au, ein Ball geht aufs Tor und prallt mir aufs Ohr, wie das zwiebelt. Boah, ich fürchte, dass ich gerade mein Gehör verlor. Au revoir. Hä? Wie bitte? Dann die 41. Minute. Schönes Solo von Johannes Oerding. Da geht er vorbei an Dirk. Jo, bei dem müssen die Jungs auf der Hut sein. Alles brennt, lichterloh im Strafraum. Und da links bietet sich noch Andreas Burani an. Das muss eigentlich das 1:0 sein. Aber dann grätscht Kevin Burani den Ball weg. Kevin Burani? Spielt der überhaupt noch? Das müssen den Trainer fragen, nicht mir. Hä? Halt die Fresse. Okay. Jo, sauber vom Ball getrennt, aber Burani macht da einen auf Astronaut. Sieht man in der Zeitlupe. Ich hebe ab, nichts hält mich am Boden. Und der Schiri hat's geglaubt. Hey. Klare Schwalbe, aber trotzdem Elfmeter für die Schmusesänger. Und Lena Meyer-Landrut wird ausführen. Jo, klasse auch, wie der Burani sie da anfeuert. Ein Tor für uns. Schieß nicht daneben. Ich bin dein Gesabbeleid. Halt die Goschen, Alter, mach dein Maul zu. Ich würde mal sagen, die Lena mag Burani nicht, aber sie mag Forster. Halt weiterhin die Fresse. Okay. Oh ja, und dann führt die Lena den Elfer aus, aber falsches Schuhwerk. Wie da die Lena Meyer langrutscht. Ja, und dann wird's abenteuerlich. Jo, verrücktes Eigentor, aber so ist Fußball. 1:0 und dabei blieb es auch. Ein recht glücklicher Sieg für die Borussia. Ja, schon. Aber wo war eigentlich Michael Schulte? Der hat seine Mitspieler ihren Weg heute allein gehen lassen. Und wer ist Schulte? Juan Bernat. Aber geiler Stoff, Digga. Was ist das? Mitbringsel von Max Giesinger. Eine von 80 Melonen. Geil, Digga. Und was ist mit den anderen 79? Bäh, Melonen. Das Spiel Borussia Hodenhagen gegen Schmusesänger wurde Ihnen präsentiert von B. Vincent Weiß und Oerdinger Alkoholfrei. Hallo, ich bin die Steffi Glöss aus Bautzen. Also jetzt die von Silbermond, ne? Und ich hab einen Schlumpf am Knie. Ein Blöde. So, wie steht ihr so zu deutscher Schmusesängermusik? Hört ihr sowas gerne oder müsst ihr euch dann immer übergeben? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr keine Folge von Monsters of Kreisklasse verpassen wollt, dann empfehle ich euch ein Wumms-Abo. Ich habe Wumms auch abonniert. Und was soll ich sagen? Es ist das Beste, was mir je passiert ist.
Naja, und hier ist noch ein Wumms-Video und hier eins von Funk. Ja, das war's. Ich esse jetzt einen Kloß. Senf stört nie. Egal.